Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil ich... Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Justin. Willkommen back zu einem neuen Video von Hello Neighbor. Und heute werden wir es versuchen, das, was wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Und zwar wurde mir in die Kommentare geschrieben, es waren wirklich eine Menge Kommentare, wo geschrieben wurde, dass ich die Glocke vom Haizimmer nehmen soll. Also es gibt ja oben ein Hai, wenn man die Treppe hochgeht. Und man kann das Wasser einfrieren und da ist ja eine Glocke. Und die muss man dann hängen. Und ich habe diese Glocke schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, weil es gibt ja ziemlich viele Gegenstände irgendwie, die eine Relevanz spielen könnten. Aber wie auch immer, ich habe die Anfangssachen, by the way, schon gemacht. Und erstmal müsste ich theoretisch die Glocke holen. Okay, ist die Tür offen? Ich hoffe, die ist offen. Ja, die ist offen. Nice. So, das Erste, wir stellen das aus. Oh Gott, ich dachte, ich habe gerade meinen eigenen Schatten gesehen. Aber wir müssen jetzt immer hochgehen, die Glocke holen. Es gibt übrigens mehrere Glocken, also nicht nur eine. Aber die muss man dranhängen. Und ich weiß, es gab da ein Bild, aber ich habe es irgendwie nicht ganz gesehen. Oder wie auch immer. Aber ich glaube, ich kann hier rein, genau. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Nice. Und hier kann man diese Glocke jetzt dranhängen. Und was dann passiert, das geht auf. Und damit können wir dann ohne irgendwie einen Bug die Schaufel nehmen. Die packen wir dann auch gleich hier hin. Und jetzt brauchen wir die Okay, das ist ein Weg, um auf jeden Fall... Ja, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. So, jetzt ist die Lehrerin hier. Und jetzt, glaube ich... Kannst du... Frau Lehrerin, können Sie sich bitte... Danke, jetzt kann man sie wenigstens ernst nehmen. Hier nehmen Sie das, die Loser. Keiner mag... Okay, Spaß. Nein, ich liebe sie. Ich liebe sie, Frau Lehrerin. Okay, wie auch immer. 1 + 4 = 5. Und das müssen wir hier draufkleben. Nice. Und ich glaube, jetzt sollte es oben bleiben, oder? 9 - 2 + 3. Gott, ich glaube, es könnte mich extrem blamieren. Ist das eine 1? Ich glaube, das ist eine 1. Okay, komm. Oh, das war... What the... Moment mal. Ist das ein Zeichen dafür, dass es... Vielleicht muss sie ja stehen, damit das geht. Bleiben Sie bitte stehen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet oder so. Ich... Ein bisschen Panik. Okay. Oh, shit. 7 - 5 = 2 - 4. Das macht mindestens 9. Okay, nein, Spaß. Wir nehmen die 8 und tun sie hier hin. So, was passiert jetzt? Hallo? Frau Lehrerin, was sagen Sie dazu? Es kann doch nur richtig sein, oder? Oh, shit. Habe ich mich erschreckt. Die ganzen Zahlen sind alle runtergefallen. Deren Ernst? Wieso ist das gerade passiert? Ich verstehe gerade irgendwie gar nichts mehr. Vielleicht, wenn ich sie so hindrehe, dass sie drauf guckt. Oh, sie hat sich noch ein bisschen bewegt, aber ich glaube, sie versucht uns irgendwas zu sagen. Oder habe ich irgendwas falsch gerechnet? Könnte auch sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also, ich weiß nicht wirklich, was ich falsch gemacht habe. Ey, ohne Scheiß, wenn es jetzt dann scheitert, dass ich irgendwie kein Mathe kann. Wir kommen langsam in die 10, weil ich echt Angst habe. Aber ich glaube, normalerweise müsste ich richtig liegen, oder? Vielleicht ist der ein... Der ist ein bisschen klaulich wahrscheinlich. Hier. Oh shit, die Musik ist wieder gekommen. Ich weiß wirklich nicht, was das Spiel gerade von mir will. Normalerweise müsste irgendwas passieren. Genau, hier gibt es auch noch einen Raum. Was der macht? Oh, das ist auch interessant, was es hier gibt. Was macht eigentlich der Knopf hier? Oh, der macht alles aus. Oh Gott. Der macht einfach... Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil ich... Ich hab ihn nicht erwartet. Oh mein Gott. Ich hab ihn nicht erwartet. Mein Herz ist gerast, weil ich hab ihn einfach nicht erwartet. Ich wusste nicht, dass er dort ist. Und ich kann nicht glauben, dass wir wieder alles von vorne machen müssen. Dein Ernst? Ich gehe mal davon aus, irgendwas ist schiefgegangen. Wisst ihr was? Wir machen den Strom aus. Hab ich gar nicht gemacht. Oh! Oh mein Gott. Kannst du bitte... Oh, wieso? Ich hab so Schiss. So, Strom ist aus. Und jetzt lass uns wieder reingehen. So, das Ding ist, wir müssen natürlich ein bisschen Glück haben mit seiner Position, weil ich kann mich... Ah, scheiße. Jedes Mal, seht ihr das? Und ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Ich habe gehört, man kann ihn irgendwie stuck bekommen. Oh, wieso benutzt du nicht einfach die Tür? Wieso gehst du durch das Fenster? Oh, der Hai ist eingefroren. Nice. Nimm das. Gott, der Typ ist echt gruselig. Ich hasse ihn. Und er nimmt immer wieder das Fenster. Bitte, Musik. Geh weg. Okay, wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Wo war das? War hier, ne? Genau. Oh, das ist schon fertig. Ach so. Das erklärt einiges. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich wirklich gar nicht weiß, wo er ist. Und er hat jetzt sogar einen Stuhl dahin gelegt. Oh, shit. Wollte ich gar nicht. Oh Gott, was tue ich da? Ich habe keine Ahnung. Mach das auf. Mach die Tür zu. Nice. Nimm die Lehrerin und pack sie wieder hier hin. Und dasselbe machen wir jetzt einfach nochmal, weil ich weiß sonst wirklich nicht, was ich sonst machen soll. Nix passiert, gar nichts. Vielleicht, wenn ich das Licht dann mache oder so. Das Licht geht nicht mal an, weil ich den Strom ausgemacht habe. Na super. Wir müssen theoretisch eine Waffe bekommen, oder? Eine Waffe, die wir beim Schießstand benutzen können. Irgendwie geht's aber nicht gerade. Moment mal, es ist ja Punkt vor Strichrechnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Punkt vor Strichrechnung.
Ich meine, ich weiß, was Punkt vor Strichrechnung ist. Oh mein Gott. Okay, das ist peinlich. Max, was schneidest du los? Ah, ein Stuhl ist stuck. Oh mein Gott, was geht hier vor sich? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine 1. Ah, wo ist die 3? Oh, da ist eine 3. Hier liegt eine 3. Oh mein Gott, ich wusste es aber, dass ich irgendwas da falsch gemacht habe. Also es ist mir schon leicht peinlich, aber meine Community wird das verstehen. Ich bin mir sicher, ich habe mich schon jemals mehr blamiert als das. Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß zwar nicht wann, aber es gab den Moment, auf jeden Fall. Oh shit, Moment mal, 3. Nimm die 3. Sag mir nicht, dass es falsch ist. Da haben wir es, danke. Okay, mir ist es ein bisschen peinlich, ich gebe es zu. Und ich werde dafür viel Flame kassieren. Aber ich bin es gewohnt. Es ist alles in Ordnung. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich jetzt Angst oder so. Okay, Spaß. Nehmen wir, okay, das muss hier dran. Ich sehe es. Nein, das ist... Bitte nicht. Oh, komm schon. Oh, wo... Ach, da ist sie, okay. Ich dachte gerade, what the fuck. So. Aktivier das. Es geht irgendwie nicht. Er will es irgendwie nicht aktivieren. Hallo? Vielleicht muss ich den Strom anmachen, kann das sein? Dann besteht aber die Wahrscheinlichkeit, dass er mich findet. So, Strom ist an. Nice. Oh! Er läuft da die ganze Zeit lang. Ich liebe es, wenn er sich aber irgendwo festsetzt, weil dann nervt er mich wenigstens nicht und ich habe weniger Angst. Aber geht's jetzt? Jetzt müsste es gehen, oder? Bitte geh. Die Lichter gehen an, komm schon. Enttäusch mich nicht, bitte. Ich werde jetzt so oft draufdrücken, bis es geht. Ist mir scheißegal. 2000 Jahre später. Oh, jetzt geht's. Es geht. Nimm das. Ein Punkt, Baby. Let's go. Mehr. Ah, da haben wir dich. Stirb. Das ist richtig, Bitches. Bam. Zwei Punkte? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mein Ziel hier in dem Spiel ist. Okay, wo sind die Nächsten? Wer kommt jetzt von hinten und erschreckt mich todes? Das wäre so frustrierend. Ah, man muss draufschießen. Bam. 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 4 Punkte. Ey, wie lange dauert das denn, bis es aufgeht? Die kommen aber leider nicht nochmal. Kann ich nicht einfach so hier lang jetzt? Und dann bekomme ich nicht... Oh! Hier haben wir einen Key. Oh yes! Oh yes! Oh Gott, hier haben wir einen Raum. Hier brauchen wir, ich glaube... Ah, ja, ich weiß, was wir hier brauchen. Hier kann man sich verstecken, wenn man möchte. Okay, nice. Bärenfallen. Bilder von... Ist er schwul? Ich glaube, mein Nachbar ist schwul. Also jetzt nichts gegen Schwule oder so. Ich meine, ist ja okay, aber ich glaube, er ist schwul. Weil ich glaube, das ist sein Womanizer. Na okay, das ist sein Freund, glaube ich. Oder sein Bruder, kann auch sein. Oh, eins von beiden. Er müsste sich hier befinden, genau. Und den brauchen wir. Oh, hier ist auch eine Glocke. Seht ihr das? Die Glocke hätte man auch nehmen können. So, hier. Ich glaube, wir müssen das zerstören, oder? Ja, genau. Okay, nice. Man hat gesehen, die Wand, die war ja kaputt, deswegen. Zerstör das komplett. Kann ich hier durch? Wisst ihr was? Ich werde die Tür mal schließen, bevor er jetzt wirklich kommt. Mann, lass mich doch durch. Was ist dein Problem? Wow. Okay, Moment. Ich will kurz gucken, was hier hinter der Wand ist. Hier ist nur eine Box. Okay. Lass uns hier reingehen. Hier haben wir einen Teddybär und eine Frau, die sich darum kümmert und Kinderbilder. Kann es sein, dass er vielleicht keine Kinder bekommen kann? Und hier haben wir einen Schlüssel wieder. Wir haben ja einen zweiten Schlüssel dort gesehen. Und hier geht's dann raus. Also ich weiß nicht wirklich, was mir das sagen soll, aber... Hier haben wir einen Teddybär, der verdammt creepy ist. Aber was jetzt? Weil es gibt ja jetzt kein... Nicht noch ein Ende, aber hier steht ein Blatt. Hier, Teddybär plus Feuer gleich Schlüssel. Okay, wir versuchen mal, den Teddybär zu verbrennen. Aber was für einen Schlüssel bekomme ich dann? Vielleicht den Schlüssel für die Geheimtür. Aber wir kommen ja auf jeden Fall nicht in die Geheimtür, deswegen... Teddybär plus Schlüssel, okay. Ich meine, Teddybär plus Feuer. Da, vielleicht ist ein Teddybär das der Schlüssel drinne. Könnte natürlich sein. Und hier müsste... Da ist er. Okay, ich werde ihn einfach mal da stehen lassen. Und ihn gar nicht erst länger nerven. Bevor er noch merkt, dass ich hier bin. Aber okay, gibt es hier irgendwo Feuer? Machen wir erstmal die Garage auf, damit wir einen Weg haben, um zu entkommen. Hier gibt es einen Hammer. Hier könnte es ein Feuer geben. Dann eine Taschenlampe gibt es leider nur. Ah, natürlich. Oh nein, genau, da ist er ja. Oh nein. Er ist doch genau dort, Leute. Da, wo das Feuer ist. Ah, scheiße. Er ist doch da, wo... Aber er wartet doch da. Es sei denn, er backt jetzt so rum, dass er uns nicht mal erwischt. Aber ich denke, er wird uns 100% nicht erwischen. Ja. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Ich glaube, es hat jetzt gespeichert, so dass wir dasselbe nochmal machen können und einfach den Teddy schnell holen können. Weil ich denke, das Spiel speichert immer den Fortschritt. Hat es ja auch getan bei der Glocke. Ich habe überlegt, ja, wo ein Feuer sich befindet. Und das ist ein Feuer. Oh, jetzt ist die Tür zu. Dein Ernst? Wir müssten
Ja, nach oben geht jetzt nicht sofort, leider. Oh nein. Wo ist er denn? Da. Einfach langlaufen. Und jetzt können wir, dann können wir erstmal das Wasser ausstellen. Oh, die Tür ist zu? What? Er macht einfach seine komplette... Oh! Oh mein, er hat ja... Okay, nimm mich einfach, nimm mich, Daddy. Sorry, habe ich nicht gesagt. Okay, das habe ich gesagt. Ey, komm schon, ist das dein Ernst? Wieso nimmst du jedes Mal diesen Weg? Ich check's nicht. Ah, hier geht's lang, genau. Hier geht's lang, um das Ding da auszustellen. Genau. So, und jetzt kommen wir auch raus. Jetzt ist die Tür hier auch offen. Das Ding ist, speichert er das auch, wie die Tür da offen ist? Ich hoffe es mal. Ja, jetzt wird er kommen und mich aufhalten. Ey, das ist doch so ein... Oh Mann, okay. Wisst ihr was? Ich werde nicht aufgeben. Ich hoffe einfach mal, der bleibt irgendwo stuck oder so. Oder vergisst mich. Ich komme hier einfach nicht durch. Ja, jetzt geht's. So. Er kommt. Ich muss wieder den Teddybär nehmen. Nein, nicht den Teddybär wegwerfen. Er hat mich verloren, glaube ich. So. Wir haben den Teddybär auf jeden Fall. Alter, kannst du mal bitte den Teddybär nehmen und einfach deine normalen Sachen machen? Und jetzt hat er mich verloren, glaube ich. Und jetzt können wir, wenn er nicht nochmal an derselben Stelle stuck geblieben ist, den Teddy verbrennen. So. Und jetzt kann man ihn da reinwerfen. Und jetzt sollte er normalerweise verbrennen, oder? Das stand doch, verbrennen den Teddy. So, dann drehe ich das mal auf, das Feuer. Genau. Okay, nice. Aber es geht irgendwie nicht. Er glitscht einfach nur durch. Aber das war jetzt mein erster Gedanke, den ich so hatte. Dieser Sessel nervt irgendwie extrem. Ich weiß nicht, wie ich den überhaupt im Inventar haben kann. Sollte der Teddy jetzt nicht verbrennen normalerweise? Nee, auch wenn ich das wieder warm gestellt habe. Ich mache mal wieder kalt. Aber vom Feuer her ändert sich gar nichts. Sehr merkwürdig. Okay, er wird mich bekommen. Ich muss die Folge so oder so für heute erstmal hier stehen lassen. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Meine Zeit ist aus für heute, aber ich weiß nicht, kann man noch irgendwas machen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und hört auf mir zu sagen, dass ich bei anderen YouTubern schauen soll, weil ich schaue dann lieber doch in die Kommentare. Habe ich am letzten Mal auch getan und hol mir da Tipps. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ist das jetzt erstmal vorbei für die Beta oder geht's noch weiter? Ich weiß es wirklich nicht, aber wenn es noch weitergeht, dann werde ich vielleicht noch eine Folge machen, wenn man genug Sachen machen kann für eine Folge. Sagen wir, man kann nur noch eine Sache machen, dann lohnt sich das nicht wirklich, denn im Endeffekt soll es ja ein komplettes Video werden und dann müssen wir aufs neue Update warten, was ich glaube demnächst rauskommen sollte. Aber na gut, das war's mal fürs Video. Also bewertet nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!